Ja, Momo Leute, euer Sekiro hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sekiro. Und heute... Ich habe euch bereits... Gibt es Fortschritte? Ja, ich habe ein paar Antworten gefunden. Die Quelle der Drachenfäule ist der Stillstand in eurem Blut. Was verursacht diesen Stillstand? Dem Blut steht nur eine begrenzte Menge an Macht zur Verfügung. Wenn ihr all seine Macht verbraucht habt und erneut auferstehen wollt, kommt es zwar zur Auferstehung, aber... Dafür braucht es Macht aus einer anderen Quelle. Von allen, die von der Drachenfäule befallen sind? Das nehme ich an. Alle Opfer der Drachenfäule wurden der natürlichen Lebenskraft beraubt, die allen Menschen innewohnt und ihnen das Leben ermöglicht. Ihr Blut steht still. Gibt es eine Heilung? Ja. Ihr müsst zurückgeben, was genommen wurde. Bitte sehr. Dieses Objekt wird nur selten von einem göttlichen Erben des Drachenblutes zurückgelassen. Erhöht die Auferstehungsmacht leicht. Stelle Leben wieder her bei jenen, denen es genommen wurde. Biete diesen Tropfen mit einem Erholungsamulett in deiner Hand bei der Figur des Bildhauers dar. So werden Opfer der Drachenfäule geheilt. Das fortwährende Husten muss enden. Ein von Emma hergestelltes Drachenfäule-Erholungsamulett. Mit diesem Amulett kann man an einer Figur des Bildhauers einen Tropfen Drachenblut opfern, um alle Befallene zu heilen. Enthält Blut eines Drachenfäule-Opfers, das von Emma gereinigt und zu einem Blutstein gehärtet wurde. Mit einem Erholungsamulett kannst du bei einer Figur des Bildhauers Drachenfäule heilen. Drachenfäule-Wiederherstellung kostet einen Tropfen Drachenblut, heilt Betroffene von Drachenfäule, entfernt alle Fäule-Essenz und setzt die Wahrscheinlichkeit für göttliche Hilfe auf den Standardwert zurück. Ja. Scheiß auf göttliche Hilfe. Ich bin froh. Yeah, hab ich noch mehr? Nein. Jetzt haben wir drei, ne? Jetzt haben wir drei. Das ist doch... Achso, wir müssen erst rasten, wahrscheinlich. Ja, Drachenfäule Wiederherstellung. Ja, ist ja schön und gut, aber ich... Ich brauch das nicht. Das ist ganz einfach, ich brauch das nicht. Ich meine, ich mach das zum Ende. Weißt du, wenn wir beim Boss sind, hey komm, hier, habt ihr euer Leben wieder, aber... Ich werde sowieso noch so oft sterben. Das macht keinen Unterschied, ob ich die jetzt heile oder nicht. Bin ich ganz ehrlich. Ja gut, zurück. Ich hoffe, ich gewöhne mich langsam wieder an die Steuerung. Ich werde höchstwahrscheinlich demnächst mal wieder gegen den Schmetterling kämpfen, um unsere Kraft zu erhöhen. Ich denke schon, dass das wichtig ist, dass man das macht. Und man kann hier entlang. Aber hätten wir dich auf die Brücke gekonnt? Ach da! Da ist der kleine Hodegen. Guckt ihn euch an, wie er da hängt. Nee. Wir werden da im Leben nicht rüberkommen. Na gut, gehen wir hier entlang. Dankeschön. Ah, es scheint hier ein bisschen gefährlich zu sein. Blocken. Blocken. Muss ich mir merken. Blocken ist eins der wichtigsten Sachen und ich habe zu viel Monster Hunter gespielt, um mich daran zu gewöhnen, dass Blocken hier ist. Mir ist klar, wie das funktioniert, aber ich schaue mich hier um. Ich meine, ich war in der Vergangenheit. Guck mal, da ist noch ein Weg. Da müssen wir runter. Ich dachte, die schnüffelt da nur. Ich dachte, das ist ein Geplänkel. Alles klar. Willkommen bei der Schlange, die ich prophezeit habe in der, was weiß ich, Folge, dritten Folge oder so. Ich habe gewusst, dass das Schlangenhaut ist. Ich wusste es. Das heißt, wir müssen uns hier beeilen. Ach, das sind die Beben. Ja. Heißt, ich hoffe, das Tal heißt hier Tal der Schlange und ich habe es nicht gesehen. Das wäre der Knüller. Okay, wir müssen uns also hier irgendwie durchschleichen. Was natürlich nicht funktioniert, weil Mr. Schlange einen guten Geruchssinn hat. Wir müssen warten, bis er da unten geschnüffelt hat.
Dann runterspringen. Dann kriegen wir aufs Maul. Alles klar. Yeah. Oh Gott. Ich gehe lieber. Wo bin ich jetzt? Kann ich hier irgendwas reißen? Ich mag die Schlange nicht. Ich komme hier nicht mehr weg. Und die riecht mich. Ah doch, ich komme hier weg. Die war hier drin. Geh weg. Wie mache ich denn das jetzt mit der Schlange? Geh halt weg! YOLO! De. Woo! Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh oh. Geh weg! Mann! Ich hasse es. Das ist ein Scheißbad. Ich hasse das. Ich hab gehofft, dass die Schlange ein Gegner ist, aber doch nicht sowas. Da oben ist irgendwas. Scheiße. Ich will dahin. Was suchst du überhaupt? Komm, scheiß drauf. Wir machen einen auf YOLO. YOLO! Ich bin ein YOLO-Krieger, ich will nur den Loot. YOLO-Krieger, knallsam! Ah, danke für das Spiel. Kann ich da hin? Nein. Ah, super. Wir haben... Okay, wir haben knallsam. Geil. Huch, ich lebe noch. Wo bin ich denn jetzt? Super, das ist jetzt nicht wirklich Leben, was ich mache hier. Egal. Wir probieren mal, was passiert, wenn wir einfach mal durchlaufen. Ich laufe durch. Ich laufe durch. Ich werde aufs Maul kriegen. Ja, guck mal, Schlange ist immer noch da. Ja, geh halt weg. Vielleicht schaffe ich das ja mit diesem Leben. Er weiß noch nicht wie, aber ich werde einfach laufen, sobald er wegguckt. Guck mal in die andere Richtung. Das wäre echt nice von dir. Würde ich Knorke finden. Genau. Guck mal dahin. Oh. Die guckt hier rein. Alles klar, ich glaube, die ist sauer. Nein, da war irgendwas.
Oh. Hilfe! Ich glaube, die ist hier drin. Bitte gib mir einen Ort, wo ich speichern kann. Ich bin voll rot. Ich bin rot. Alter Schlange. Ich kann auch speichern. Ja, danke. Oh mein Gott. Das war das Schlimmste, was ich jemals gesehen habe. Oh. Dass ich so gut durchgekommen bin. Wow. Also Respekt an mich selber. Oh. Das war auch schon irgendwie cool. Ah, ein Zenbu-Tempel gefertigtes gesegnetes Konfekt mit Arkonschutz. Arkonschutz. Erhöht kurz Schaden an der Haltung und Vitalität. Hinter dir war auch noch einer, ne? Oh, ich kann da lauschen. Sieh mal, ein Rauchzeichen vom großen Burgtor. Ist das... Scheiße. Oh, oh. War nicht der beste Ort zum Lauschen. Wir müssen das Mopsi-Viech töten. Kann man was wolle. Alles andere ist mir egal. Ich meine, mit den anderen kann ich mich easy anlegen. Wird er langsamer oder kommt mir das nur so vor? Vielleicht kann ich gleich lauschen. Mal gucken. Ich habe gehofft, dass ich mich während des Lauschens noch bewegen kann. Kann ich nicht. Quatsch dir jetzt nochmal? Sieh mal, ein Rauchzeichen vom großen Burgtor. Ist das Gyobu-sama? Der Dämon. Ja, das ist eindeutig Gyobu, der Dämon. Ashina ist sicher, solange dieser Mann die Türen bewacht. Der Dämon? Ist das Boss? So. Dann bist du jetzt auch weg. Danke, Kamerasteuerung. So, Zeit hier alles zu looten. Keramiksplitter. Mibuballon Reichtum. Schwerer Geldbeutel. Wir müssen auf jeden Fall unser Geld in Geldbeutel investieren, damit wir unser Geld sichern können. Weil ich habe das Gefühl, dass die Intervalle für Bosse jetzt zunehmen werden. Und da könnten wir ein bisschen Geld gebrauchen. Und diese Konfettis werde ich bestimmt selten einsetzen. Das sehe ich schon. Ich mag sowas halt überhaupt gar nicht so. Ja, die natürliche Stärke zu stärken. Ich weiß nicht. Das grenzt an Cheaterei, aber wenn man nicht weiterkommt, kann ich das verstehen. Aber so von Zaubertricks halte ich halt nicht viel. Aber schauen wir doch einfach mal. So, da läuft einer entlang. Oh, Kacke. Mein armes Pferd. Das Schießpulver hat ihn so erschreckt. Und jetzt ist er tot. Tot. Herzinfarkt oder was? Wie kann er sich so krass erschrecken? Handvoll Asche. Oh, da sind die Leichen.
Mein Verdienst. So, jetzt warten wir noch, bis der Kollege sich umdreht. Ihr seht schon, ich versuche auf jeden Fall so viel Mühe wie möglich zu schleichen. Ich könnte jetzt auch hinrennen und einfach einen auf, wie sehe ich denn aus? Krasser Typ machen. Was rein theoretisch, ja gut, von hier aus könnte man nicht laufen. Möglich ist. Aber ich mag diesen Schleichaspekt in diesem Spiel. Macht sich doch schon einiges leichter. Nein, laufen ist woanders. Laufen ist hier. Kügelchen. Ein Tor, was mal wieder von der anderen Seite verschlossen ist. Und da ist der Durchgang. Schaffen wir das hier über die Wand? Oder können wir hier irgendwie raufkommen? Ich glaube ja schon. Gut, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe mit einigen gerechnet, aber nicht damit. Shit. Na gut, da kommen wir dann noch nicht rüber. Guck mal, da haben wir angefangen. Wo ist das Fernrohr? Gib mir das Fernrohr. Wow. Das ist toll. Kann ich irgendwie wenigstens anvisieren oder so? Offensichtlich nicht. Das ist armselig. Das ist armselig. Ja gut. So. Gehen wir hier hoch. Ich möchte hier keinen Wandsprung versuchen, sonst bin ich wahrscheinlich tot. Oh Gott. Oh, da ist doch der Dämon. Ich fürchte, uns erwartet nun ein Bosskampf. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme. Ach Gott, ja gut. Ich gehe einfach mal rein und dann... Wir lassen uns überraschen, was da so abgeht. Vielleicht ist da gar nicht so schwer. Komm, ich sehe es doch, Bosskampf hier. Komm, ich nehme es auf und dann, jetzt komme ich. Mein Name ist Gyobu Masataka Oniwa. Solange ich atme, kommst du nicht durch das Burgtor. Das ist also Gyobu, der Dämon. Oh. Alles klar, Junge. Ups. Okay, wieder ein neuer Kontrahent, an den ich mich gewöhnen muss, mit zwei Lebensbalken. Aber auch kein richtiger Boss, sondern einfach nur so ein Zwischending, ne? Au. Wir gucken uns mal kurz... Ja, komm. Wir gucken uns hier mal ein bisschen um. Gucken, was für Möglichkeiten wir uns hier haben. Man muss ja auch das Schlachtfeld. Ab! Ich guck mich um. Das Schlachtfeld nutzen. Hey, muss doch irgendwelche Möglichkeiten geben. Ach, guck mal, da ging gerade irgendwas. Onikage, Angriff! Was bist du denn? Power Ranger oder was? Au, au, au! Okay. Komischer Power Ranger bist du. Du bist noch auf den Beinen? Ich schlage so oft zu, wie es nötig ist. Warum kann man sich da auch nicht anschleichen an den Typen? Schade. Diesen Kampf muss ich wohl ehrlich bestreiten, so wie die Oma. Aber wann kommt denn dieses Zeichen? Oh. Hier. Nimm den. Und den. Ah, jetzt. Da
Das Burgtor bleibt verschlossen. Ich weiß nicht, was das für einen Sinn haben könnte, aber wir werden es noch erfahren. Lassen wir erstmal reingehen, ne? Dann erwartet euch wie immer ein kleiner Schnitt und dann ist er tot. So wie gehabt. Na gut, dann müssen wir uns um die jetzt nicht mehr kümmern. Und gehen einfach direkt zum Boss. Ach, da ist noch eine Erinnerung, die habe ich gar nicht gesehen. Scheiße. So brauche ich mein Geld auch nicht sichern. Wir haben sie schon einmal zurückgeschlagen. Aber die Armee des Innenministeriums ist viel zu stark. Und eben darum? Seid ihr auf die Macht meines Blutes aus? Wie viel Macht ihr auch erhaltet? Ihr werdet als Monster enden. Unfähig, Schmerz oder Furcht zu empfinden. Ich möchte keine Menschenleben beeinträchtigen. Seht euch diesen Leichenhaufen an. Ashina kann nicht mit normalen Mitteln besiegt werden. Nicht mehr. Ich könnte niemals so stark sein wie ihr. Genichiro-sama, ich bin noch unschlüssig, was ich tun sollte. Es ist lange her, seit das passiert ist. Wartet so lange ihr wollt. Es wird euch nichts nützen. Der Bogen-Heini. Der ist also eigentlich auf der guten Seite, wollte sich aber den Drachenerben schnappen und stärker zu werden. Was für ein Lappen. So. Mein Name ist Yobu interessiert niemanden. Masataka Oniwa. Solange ich atme, eine falsche Bewegung. Und das ist ein Ende. Oh. Die Frage ist, welche Taktik haben wir hier? Brenne! Okay, dann nicht. Oh, du bist noch auf den Beinen? Mhm. Ich schlage so oft zu, wie es nötig ist. Hm. Onikage, Angriff! Der Power Ranger-Angriff. Wow. Ach, ich drücke immer Y, das ist das Problem. Drecks Monster Hunter. Mann. Okay, das heißt, darum geht es. Man wehrt ihn ab. So gut es geht. Und dann nutzt man den Seil-Trick, um ihn fertig zu machen. Oh. Das Burgtor bleibt verschlossen. Na gut, Freunde. Wir haben ihn jetzt ein bisschen kennengelernt. Wir kennen ein paar Tricks. Das wird wahrscheinlich nicht nützen. Diese Tricks werden wahrscheinlich nicht so viel nützen. Aber wir sehen uns in der nächsten Folge und dann natürlich auch wieder schön geschnipselt, wie ihr es kennt, wenn ich gegen Boss kämpfe. Haut rein, euer Zero. Tschüss.